Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, denn wir sind heute mal wieder in Berlin unterwegs. Berlin, hier auf der Karte X10. Ja, denn auch hier gab es im OMSI-Webdesk ein neues Chrono-Event. Und zwar haben wir jetzt hier einen Weihnachtsmarkt, eine Gedächtniskirche. Und das wollen wir uns noch anschauen. Deswegen fahren wir das Ganze hier mit einem Alexander-Dennis-Bus. Denn das Ganze ist im ersten Adventskalender drin gewesen. Ja, wenn ihr bei OMSI zwei Fahrzeuge und Co. wart, könnt ihr euch dieses wundervolle Exemplar an Repaint jetzt herunterladen und könnt euch das Ganze in dem Studio Polygon 400mmc Bus, den ihr benötigt, den Payware Bus, könnt ihr das Ganze hier reinpacken und dann könnt ihr euch das Ganze angucken. Allerdings, ich habe hier eine kleine, klitzekleine Veränderung hier vorgenommen, und zwar, ich habe die Spiegel abgemacht und habe jetzt hier Kameraspiegel. Ich meine, wenn ich schon mal einen Bus habe, wo ich Kameraspiegel habe, dann nehme ich doch das, ne? Und dementsprechend, ja, haben wir das Ganze jetzt hier so ein bisschen, jetzt ein bisschen mal gemoddet, sage ich mal, über die Set war es. Und ja, dementsprechend, ihr seht es hier, ne, das sieht schon extrem gut aus. Hier schon vorne Original-Logo, ne, und hier oben sehen wir das Ganze hier innen drin, das komplette BVG, Repaint, Setting, gelben Stangen, die Sitzpolster, hier überall Werbung dran von der BVG. Und wenn wir uns jetzt hier mal umgucken, ne, die ganzen Stufen und alles sowas, ne, also hier sind wir in einem klassischen BVG-Bus drin, auch hier oben natürlich. Alles sehr hübsch ausmodelliert und hier auch BVG und so weiter und so fort. Also wir sehen hier, es ist ein wundervoller Bus geworden. Also ein tolles Repaint, hier oben auch der Astabweiser mit dran und so weiter, so wie wir ihn halt kennen. Die sind ja gerade neu bei uns eingetroffen hier, diese Alexander-Dennis-Busse. Dementsprechend bin ich ja mal gespannt, was die überhaupt so taugen, ne? So, ich würde auch mal sagen, wir starten mal, wir rüsten mal hier schon so langsam auf, denn wir haben nur noch 2 Minuten. So, die Umrissleuchten sind oben auch an, wie ihr unschwer sehen könnt hier. Und wir springen mal hier rein. Und ja, mit dazu gab es noch... Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. So, ihr seht, die Spiegel funktionieren soweit auch alle. Wir müssen mal jetzt hier oben noch einstellen. Das ist wieder mein Lieblingsgerät hier, wo ich wieder nicht durchblicke. Dementsprechend machen wir einfach Ziel Nummer 120. Und da haben wir den Wittenbergplatz und die Leute wollen schon einsteigen, müssen sie jetzt allerdings mal kurz warten, denn ich würde gerne erstmal hier soweit alles fertig haben. Warte mal. So, starten wir mal noch weiter. So, Alexander Dennis, wir sehen hier überall natürlich auch original hier alles, ne? Sehr, sehr schön. So, dann haben wir das hier drin. Wo haben wir Temperatur? Keine Temperatur hier. Wo ist denn jetzt hier Temperatur? Hier haben wir auch keine Temperatur. Auch nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier haben wir auch keine Temperatur. Das sind die Lichter, Auto. Hä? Ah, doch, guck mal da. So, und? Irgendwas passiert, aber irgendwie auch nicht. Ja, also Motor läuft ja auf jeden Fall. Ja, genau. Na gut, dann lassen wir es erstmal einsteigen hier. Ist das kalt. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Wird voll, würde ich sagen. Achso. Eine Kurzstrecke. So, ja, das Problem ist halt wieder hier. Kurzstrecke ermäßigt. Ja, er macht. Wollen Sie mir ein Fahrschein geben? Guten Tag. Er macht das halt wieder hier nicht. Alter Verwalter. So, wir können abfahren, denn wir sind schon spät dran.
So, wir fahren von der Herbertstraße zum Wittenbergplatz mit dem M19. Wir haben eine Vorfahrt. Wir müssen natürlich höllisch aufpassen. Aber cooles Wettersetting hier, so mit Nebel und alles, was wird dazu mitgeliefert. Wir hören schon instant, ja, wie die Reifen schon durchrutschen. Okay, hier funktioniert die Haltestellenbremse nicht. Das ist natürlich ein bisschen. Müssen wir manuell bremsen. Oder die Handbremse rein. Ach, war das nicht auch der Bus, wo du die Handbremse reinmachen musst? Oh. Ich meine, ich finde es ja schön mit dem ganzen Schnee und alles sowas, aber trotzdem sind die Straßen heutzutage meistens immer geräumt, ey. Ich kann hier nicht mal richtig abbremsen. Kurzstrecke bitte. Hallo. So, jetzt haben wir E-Rot. Das ist schon herausfordernd jetzt hier. War hier nicht die unsichtbare Wand irgendwo? Aber ich glaube, die haben sie ja gefixt jetzt, ne? Mit dem letzten Update hier, dass es noch erschienen ist. Wie gesagt, das Ganze war im Adventskalender von Omsi Webdisk. Ich glaube, das war direkt am 3. Dezember war das drin. Ja, und das Repaint hier für den BVG-Bus, der war dann im Adventskranz von Omsi Webdisk. Nein, nicht Omsi Webdisk, Omsi 2 Fahrzeuge und Co. Und, ja. Aus irgendeinem Grund wollen die jetzt hier nicht mit. Gucken wir mal hier vor. Aber hier steht nicht M19 dran. Dann will hier vielleicht keiner mitfahren. Aber wir müssen halt trotzdem die Leute ausstecken lassen. Also gerade der Kudamm, ganz ehrlich, das ist eine Straße, die ist immer schneefrei. Ja, also bis um 15 Uhr oder 16 Uhr. Hallo. Grüße. Wird aber auch ein bisschen warm im Bus, Gott sei Dank.
sobald du ein bisschen mehr durchtreten willst, passiert nichts. Drehen die Reifen sofort durch hier. Kommst du nicht mal auf Tempo. Und dort auf dem Kuhdamm. Na, hör auf zu ruckeln jetzt. Einen normalen Fahrschein, bitte. Hallo. Hallo. Ja, wenn der Bus mal loskommen würde hier. Was ist denn jetzt los hier? Keine Ahnung, was die jetzt hier am Rumzetern sind. Die Berliner immer, weißt du, immer nur am Rumheulen, ja, rumjammern bis zum geht nicht mehr. Ey, ich fahre mit 40, weil ich nicht schneller fahren kann. Hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. So. Abfahrt. Alter, ihr seid so ekelhafte Scheiße. Vor allem, wie ich das gemacht habe, dass ich hier mal eine positive Zeit habe. Das ist ja Wahnsinn. Aber hier will keiner raus, von daher können wir gleich weiterfahren.
Hallo. Hallo. So, weiter geht's. Es ist spiegelglatt, Leute. Bleibt doch stehen. Also es ist echt unangenehm hier zu fahren hier. Also ist es ja nun mal in der Winterzeit, ne? Der Fahrer muss sich natürlich dem anpassen. Da heißt wirklich hier ganz sachte nur aufs Gaspedal stehen und so weiter und so fort. Wie gesagt, die Leitstellenfahrten, die werden auf jeden Fall witzig. Na, und danke. Einmal Kurzstrecke, bitte. Man hört schon Weihnachtsmusik. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Dankeschön. So, wenn man draußen ist, hört man schon Weihnachtsmusik. Also eine Minute zu früh jetzt hier, jetzt müssen wir auch ein bisschen warten, jetzt können wir hier nicht früher abfahren, das geht nicht. Können wir nicht machen. Und jetzt kann ich mir mal einen Schluck Kaffee genehmigen. So, jetzt blinken wir zumindest schon mal. Also so auf Sekunde genau werden wir jetzt hier nicht warten, aber zumindest wenn das da schon anfängt zu blinken oder alles was, dann können wir auf jeden Fall abfahren. Ich finde es auch eine ganz großartige Sache, um das hier mal ein bisschen festzuhalten, ja. Falls ihr vielleicht bei der letzten Leitstellenfahrt nicht dabei wart, ja. Wir hatten ja ursprünglich, ja, sind wir davon ausgegangen, ne, der Beste hier von wegen 10 Euro und sowas, ne, Steam-Guthaben. Ja, da setzt dann PDP-Software, setzt hier nochmal ein großes Dankeschön nochmal oben drauf. Warte mal, ich mach mal leiser, das ist zu laut. Setzt hier nochmal ein großes Dankeschön oben drauf. Und haut erstmal ein paar Keys für den Leitstellensimulator und den Busbetriebssimulator raus. Also mal an der Stelle ein großes, großes Dankeschön an PDP Software für die Unterstützung, die ihr uns bis jetzt schon hier gegeben habt. Das ist nicht gerade selbstverständlich. Und da freuen wir uns natürlich mega drauf, sowas als Partner bezeichnen zu dürfen. Ja, das ist eine ziemlich geile Sache. Also wirklich PDP Software, großes, großes, großes Dankeschön für euer Vertrauen und dass wir auch in den nächsten Jahren hoffentlich gut zusammen arbeiten miteinander statt gegeneinander, dass wir natürlich
Einfach fahren, weißt du? Ja, wie gesagt, also großes Dankeschön an PDP Software. Wie gesagt, auch die nächsten beiden Leitstellenfahrten, die wir jetzt haben noch, könnt ihr jeweils einmal einen Busbetriebssimulator gewinnen und einmal einen Leitstellensimulator. Also unbedingt dabei sein, mitfahren und mitmachen. Würden wir uns natürlich mega drüber freuen. Steigen die da hinten aus? Habe ich mir öffnen gemacht, die Tür? So, wir hören schon. Normalerweise ist ja hier der ganze Kuhdamm hier beleuchtet. Schade, dass man das nicht mit reingenommen hat. Da hängen hier nämlich überall in den Bäumen sind dann hier immer so diese ganzen Lichterketten drin. Aber da haben wir einen. Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Ach Leute, schön ist es. Leider mit sehr, sehr mulmigem Gefühl, muss man ganz ehrlich sagen, denn vor 2 oder 3 Jahren war das doch gewesen, gab es doch diesen schlimmen Unfall mit dem LKW. Weiß ich nicht, dieses Attentat-Dings da, das war heftig. Aber an sich wollen wir mal daran nicht denken, wir wollen natürlich daran denken, es ist Weihnachten und wie unglaublich hübsch ist das hier gebaut, guckt euch das an. Ja, wir gucken uns das nachher nochmal ganz genau an, oder warte mal, wir sind ja jetzt hier eher am Europa-Center. Da können wir mal vielleicht mal kurz mal rüberspringen zum Weihnachtsmarkt und uns das noch mal ein bisschen genauer angucken. Muss man vielleicht auch Kevin Nitschmann danken, der natürlich da seine Objekte freigegeben hat, für, dass man die benutzen darf. Und dass sie auch mitgeliefert wurden. Ja, also ihr müsst euch um nichts kümmern. Es wird alles mitgeliefert in den ganzen Szenarios. Ja, also das ist schon eine relativ schöne Sache. Sind wir jetzt in die richtige Richtung? Hier. Guck mal, das ist richtig hübsch gemacht hier. Cool. Oh, mal gleich mal ein Bild von. Achso, da will jemand ein Ticket. Ach ja, das ist schon schön. Warum sollte ich auch einfach mal durchfahren dürfen? Es wäre ja zu viel verlangt. So sind wir dann doch noch auf unsere X10-Kosten gekommen hier. Wirklich, wirklich putzig. Ich hätte mir jetzt noch ein bisschen mehr gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, so Lichterketten in den Bäumen oder irgendwie sowas. Das wäre natürlich jetzt ziemlich nice gewesen. Aber so ein kleines Weihnachtsszenario jetzt für X10 gab es ja so noch nicht. Ja, also an dem Standard-Content mit enthalten. Wie gesagt, findet er jetzt auf OMSI Webdisk. Wie gesagt, Türchen Nummer 3 war das. Und ja, wer sich das Ganze selber angucken möchte, einfach den dorthin runterladen und Spaß haben, würde ich sagen. Wie gesagt, dieser Bus hier, den wir jetzt hier aktuell fahren, wie gesagt, ist natürlich jetzt ein bisschen gemoddet, dadurch, dass wir jetzt hier unsere Spiegel haben, unsere Kameraspiegel. Natürlich werden die noch als Normalspiegel mitgeliefert. Braucht ihr natürlich das Studio Polygon 400 MMC Boost Pack, bekommt ihr natürlich auch auf Steam. Da kauft ihr euch das Ganze und dann könnt ihr dieses Repaint, dieses BVG Repaint von Alexander Dennis benutzen. Auch hier ist natürlich wieder großartige Arbeit. Ich bin mal gespannt, was in Türchen Nummer 2 drin ist bei OMSI 2 Fahrzeuge und Co. Und natürlich sind wir auch gespannt, was in den nächsten Türchen von OMSI Webdisk
mit dabei ist. Freuen wir uns natürlich tierisch drauf und natürlich hoffen, dass ihr ebenfalls so viel Spaß dran habt, wie wir hier zur Weihnachtszeit hier auf ÖPNV-Simulation. Wie gesagt, auch die Leitstellenfahrten lohnen sich jetzt richtig. Wie gesagt, PDP-Software hat nochmal eine schöne Dreingabe dazu gepackt, damit ihr noch mehr bekommt, als wie das, was von vornherein schon geplant war. Wie gesagt, an der Stelle nochmal ein großes, großes Dankeschön an PDP. So. Nur noch zwei Fahrgäste drin. Raus mit euch. So, haben wir die Tür zu früh geschlossen. Wollen wir jetzt einmal drehen. Hier zum Beispiel hätte man ja auch so ein bisschen was mit Weihnachtsmarkt noch machen können. Also, das ist ein bisschen schade. Ich glaube, das ist ein bisschen verschenktes Potenzial. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Aber ich bin schon am Überlegen, dadurch, dass ja die Karte ja jetzt ja da ist und die Objekte jetzt drauf sind, werde ich vielleicht auch mal in den Map-Editor gehen und werde einfach die Objekte, die schon da sind jetzt, einfach jetzt noch woanders platzieren. Telto zum Beispiel oder sowas halt. Ne? Telto hatte bestimmt auch einen Weihnachtsmarkt. Oder hätte einen Weihnachtsmarkt, wenn Corona nicht wäre. Ne? Aber sonst, wie gesagt, kann man das Ganze jetzt ja natürlich alles benutzen, was jetzt da ist. Ne? Und dementsprechend werde ich das dann mal machen und werde das Ganze dann so richtig schön weihnachtlich, winterlich hier mal aufbauen. Mal gucken, was es da noch so gibt. Ich habe ja für Lotus ja auch schon ein paar Objekte gebaut, so Weihnachtsobjekte letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch da sind. Drehen wir voll durch die Reifen. So, da müssen wir hin. Oh, da steht jetzt ein Dachse. Ey, wir sind unfallfrei durchgekommen hier. Was ist los heute? Läuft bei mir. Aber noch sind wir nicht am Ziel. Würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt da so richtig schön gegen die Hauswand klatschen. Oh, oder den Bordstein mitnehmen und das Schild umfahren. Na, das Schild steht noch. Der hat einen echt kleinen Kurvenradius hier. Ich hab den jetzt ein bisschen größer eingeschätzt tatsächlich. So, aha, ich wollte gerade sagen. Er will einen Punkt nicht annehmen. Ja, Leute, das, wie gesagt, war's aber von unserer kleinen Weihnachtsmap. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Like da, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ich nichts vergesse, dann packe ich euch die jeweiligen Webseiten unten in die Videobeschreibung mit rein. Dort könnt ihr, wie gesagt, mal gerne vorbeigucken und euch das Ganze dementsprechend auch runterladen. Ne, ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also auf jeden Fall an beiden Leuten, die das alles hier zur Verfügung gestellt haben, ein großes, großes Dankeschön. Ja, das ist, ich finde sowas putzig. Gerne mehr solche Überraschungen, gerne mehr solche Überraschungen. Würde ich mich mega drüber freuen. Leute, ich verabschiede mich hier, bedanke mich. Freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und sonst bleibt mir einfach nur zu sagen, Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.